Hey, hallo Leute und willkommen zu einem Video. Ich muss das jetzt mal ganz schnell machen. Und zwar der Informationsvideo PlayStation Plus für den Juni. Sehr geil, ich find's sehr geil. Also am 29. Mai sehe ich gerade schon. Am 29. Mai schon, wow. Verlassen die Spiele Hitman Absolution, Joe Danger 2 und Dead or Alive 5 den Store. Also nicht den Store, sondern die Instant Game Collection. Am 5. Juni verlässt Sine Mora oder Sine Mora oder wie auch immer. Und am 12. Juni verlässt Velocity Ultra die Instant Game Collection. Und jetzt zu dem, was hinzukommt. Und zwar am 29. Mai kommen drei Spiele hinzu, oder eigentlich sogar vier. Diesmal. Also erstmal ein Spiel Demon's Souls. Das ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der Vorgänger von Dark Souls. Dark Souls fand ich richtig geil, deswegen freue ich mich da schon tierisch drauf. Dann sozusagen zwei Games, und zwar eine HD Collection. Das sind von den Spielen Ico und Shadow of the Colossus, was mich sehr freut, denn ich liebe diese Spiele. Hab's allerdings noch nicht gewusst, als ich sie mir letzte Woche gekauft habe. Ja, ich habe sie mir letzte Woche für die PS3 gekauft, aber nur für 10 €. Also, naja. Und das war noch nicht meine 10 €. Also, ich habe es sozusagen geschenkt bekommen. Aber trotzdem, naja, okay. Gut. Wie auch immer. Und außerdem am 29. ein Spiel, welches ich bereits besitze. Für Origin habe ich mir auch kurz erst gekauft, aber dann kann ich wieder Platz auf meinem PC machen. Nämlich Kingdoms of Amalur: Reckoning. Das finde ich richtig cool, weil dieses Spiel ist richtig geil und ja, ich sag mal, wenn ich irgendeine Möglichkeit bekomme, auf meinem PC Platz zu machen, weil meine 2 Terabyte sind fast voll, ich habe nur noch 30 Gigabyte frei, dann bin ich dafür. So, am 5. Juni kommt dann, ich glaube, die Vita-Version. Ich glaube leider nur die PS Vita-Version von Rayman Origins rein. Und am 5. Juli ebenfalls das Spiel Coconut Dodge Revitalist. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Keine Ahnung, was das ist. So, das war's. Schnell. Tschüss.